Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells, Rise of the Giant DLC. Uiuiui. Wir spielen weiter, weil Dead Cells witzig ist. Und es haben sich tatsächlich einige Leute von euch gewünscht, dass ich noch mehr Dead Cells mache. Von daher, hier, bitteschön, Dead Cells. Jetzt ist das allerdings schon wieder seit dem letzten Video ein bisschen her. Deswegen, wir packen die Dead Cells hier raus. Ich hoffe, wir kriegen dann trotzdem noch alles. Also auch das ganze DLC-Kram, weil da muss man ja bei einigen Sachen das Spiel zumindest einmal durchgespielt haben. Das Spiel ist übrigens super leise. Moment. Das Spiel ist einfach leise, kann das sein? Okay. Genau. Was sonst? Hier unten kamen wir nicht rein. Jetzt ist das Spiel zu laut. So vielleicht. Der Rannik hat mir einige Sachen erzählt, wenn der erstmal den Bogen wird, das ist richtig schlecht hier für den Anfang und ich habe mich wieder falsch ausgerüstet hier. Warte, ich will den Bogen auf der linken Seite, auf der rechten Seite haben, dankeschön. Genau, das ist einfacher. Und zwar meinte der Rannik, man kann hier reingehen und dann ist hier ja diese komische Sumpfkacke und man muss einfach irgendwie sein Dings hier rauslassen und dann stirbt man trotzdem. Ich weiß nicht, irgendwie so meinte er aber. Hä? Gut, das geht nicht. Hä? Moment, ich probiere es aus. Hä? Wie soll ich denn da die Tür aufmachen? Ah, Moment. Da unten ist ja noch was frei. Seht ihr das? Unter den Türen da ist ja noch so ein Durchgang. Bestimmt muss man da irgendwie durch, um zu dem Boss zu kommen. Er hat mir das sogar erklärt, wie man das macht. Ich hab's nur leider wieder vergessen. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle. Warte mal kurz. Erzählt's. Der Rannik schreibt, um über die Lava zu kommen, musst du mit deinem Kopf rüberspringen und damit die Platten aktivieren. Dann bekommst du einen Schlüssel, mit dem du später zum neuen Boss kommst. Später zum neuen Boss vor allem erst. Das ist ja doch höchst interessant. Also wenn mein Kram hier jetzt wieder kacke ist, dann gehe ich da auf jeden Fall nochmal rein. Ja, ist nicht so gut. Kann man machen. So, ich probiere das aus. Bis ich es hinbekomme. Mit dem Kopf rüber. Also da unten ist ja so ein Durchgang. Da kann man auf jeden Fall durch. Aber kann man seinen Kopf... Nee, man kann seinen Kopf nur nach links schießen. Also nach links oder rechts, aber nicht nach oben. Wir könnten... Kann der Kopf denn Türen öffnen? Also der Kopf kann da auf jeden Fall dran hochklettern. So ist nicht, aber sonst? Ich könnte mit dem Kopf da an die Wand, an der rechten Seite. Und dann kann er da hochkraxeln, weil der Kopf kann irgendwie an Wänden hochkraxeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Also ja. Der Kopf kann hier so hochkraxeln. Schöne Sache. Aber wie soll das denn hier gehen? Ich muss da irgendwie rüberkommen, aber es geht ja... Moment, ist da eine Plattform? Nee, das war die Map nur, ne? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Hallo, Rannik, bitte hilf mir. Echt so gar kein Plan. Was haben wir hier? Krallspuren. Hat er wirklich so große Krallen scheinbar. Geht das dann vielleicht anders, dass ich irgendwie... Ich meine... Okay, nee, das geht sofort kaputt, aber ich könnte... Wenn ich rüberspringe, den Kopf daran packe und dann schnell wieder zurückspringe, geht das vielleicht? Jo, nächster Try. Also ich springe rüber. Ja, warte mal. Nee, ich kann den Körper nicht nochmal bewegen. Ich kann den Körper nicht bewegen, wenn ich ihn weggeschossen habe. Dann kann ich nur noch dieses Ding hier bewegen. Aber wenn ich mit dem Ding da rüberspringen möchte... Das geht ja doch! Ach, ich muss einfach mit dem Ding darüber. Sag das doch! Na, Ach so, ich kann einen Doppelsprung machen mit meinem komischen Teil hier, das wusste ich nicht. Nein, aber ich krieg's trotzdem nicht hin. Also ich muss wahrscheinlich jetzt darüber. Ach, come on, bitte, wehe, du stirbst. Ich habe gerade so gutes Zeug. Hä, ich krieg das nicht hin. Jetzt, dankeschön. Okay, Türen sind offen. Jetzt gehen wir dann mit unserem Körper rüber. Hoffentlich, danke. Noch ein weiter. Ja, haben wir den komischen Schlüssel. Kavernenschlüssel. Boah. Okay, und den brauchen wir anscheinend, um zum neuen Boss zu kommen später. Und wir leben sogar noch, was super geil ist, weil ich habe gerade eigentlich ganz gute Waffen. Und das gefällt mir, Leute. Okay, dann können wir jetzt weiterspielen. Wir heilen uns trotzdem einfach kurz, weil sonst bin ich mit dem nächsten Hit tot. Und jetzt kann der normale Spielgang beginnen. Was ist das hier? Ein Schild. Spezialhändler. Okay, cool. Hier, was? Hä, das ist auch neu. Okay, das kenne ich gar nicht. Wir haben allerdings so wenig Geld dafür, deswegen bringt uns das nichts. Aber es ist hier. Okay, es gibt einen coolen Spezialhändler, der neu ist. Das freut mich. Muss ich den Schlüssel denn jetzt die ganze Zeit behalten, bis ich zu dem Ort komme? Oder wie läuft das? Ausgewichen und tot. Tot und lebendig und alles RIP gemacht.
Das würde ich halt gerne wissen, ob ich die jetzt behalten muss und mir jedes Mal von einem holen muss. So, wir gehen auf Überleben, weil Überleben mag ich am liebsten. Dieser Part fängt jetzt schon besser an, weil wir einfach... Okay, wir haben natürlich nicht zwei Dead Cells drin, deswegen... Oder nur eine. Deswegen ist das Spiel jetzt natürlich im Standard-Schwierigkeitsmodus und deswegen sollte das eigentlich recht einfach für mich sein. Auf der anderen Seite steht allerdings, dass ich das natürlich jetzt Ewigkeit nicht gespielt habe. Guck mal da. Geil, danke. Ich habe Essen gefunden. Ich muss nicht verhungern. Geil. Hallo, kannst du da bitte runter? Dankeschön. Ach ja, was haben wir hier? Infanteriebogen. Ist eigentlich ganz nett, aber wir haben gerade einen der besten Bögen im ganzen Spiel, wenn ihr mich fragt. Und zwar ein Einfrierbogen. Einfrierbögen sind mega gut, weil sie Gegner einfrieren. Und wenn Gegner eingefroren sind, you don't say, ein Einfrierbogen friert Gegner ein, ist ja mega krass. Wenn die eingefroren sind, dann können sie halt nichts machen, wie ihr das vielleicht schon seht. Und wer das Spiel so gar nicht kennt, man kann auch einfach diese Türen auftreten oder einrollen. Und dann sind die Gegner auch gestunt. Und es gibt relativ viele Methoden, wie man hier Gegner stunnen kann. Und das ist alles sehr cool. Und wir waren, glaube ich, sehr, sehr langsam in der ersten... Ja, 2 Minuten 40 in der ersten Ebene. Aber macht nichts, Leute. Wir kriegen jetzt die Zeittür hier wahrscheinlich nicht. Die ist eigentlich mega wichtig, wenn man das Spiel gut machen will. Ja, wir sind zu langsam. Das hier verstehe ich noch nicht. Was heißt die 30? Was braucht man denn? Also hier ist natürlich die Zeit, aber was ist das hier? Töte 30 Gegner ohne Schaden zu nehmen. Jo, Kelly, alles klärchen. Ach so, das ist aber cool. Da kann man entweder auf Zeit gehen, also ganz schnell durchwaschen, oder aber man sagt, ich töte alles ohne Schaden zu nehmen. Dann hat man so zwei Auswahlmöglichkeiten. Das finde ich cool. Haben gute neue Besserungen auf jeden Fall gemacht. Du kannst mir gar nichts geben, obwohl... Kannst eigentlich mal meinen Bogen hier modifizieren. Nee, Modifikationen und Neuschmieden. Ups, was haben wir jetzt gemacht? Verlangsamungseffekt nach dem Auftauen halten zweimal so lange an. Okay, finde ich okay. Und du gibst uns einfach mal Nekromantie, weil Nekromantie ist schön. Weiß gar nicht, habe ich damals Dead Cells Videos gemacht? Ich glaube, ich hatte noch nie ein Dead Cells Video auf meinem Kanal. Ich habe das immer nur gestreamt. Das heißt, das ist jetzt mein zweiter Part. Yay, cool. Das freut mich sehr. Gut, was gibt es zu sagen? Es ist Sommer, Leute. Es ist Sommer. Merkt den schon, den Sommer. Also in Hamburg, wir haben da ja so einen Mini-Strand. Kann man nicht wirklich als Strand bezeichnen. Oh, das war dumm ausgewichen. Aber wir haben da so einen Mini-Strand am Hafen. Hat so ein bisschen Sand und da kann man da chillen. Und da sind heute tatsächlich alle Leute hingegangen. Das war mega krass. Ich weiß, da oben war noch ein Secret. Da wird es einfach mal 20 Grad und alle drehen richtig durch und wollen an den Strand. Irgendwie komisch. Ich muss sagen, 20 Grad finde ich auch schon wieder ein bisschen zu warm. Wenn ich ganz ehrlich bin mit euch. Also wenn man draußen in der Sonne ist, dann fange ich das schon so ein bisschen an zu schwitzen. Was ist das denn geil? Das ist ein Pfähler. Das wird so eine Lanze sein, oder? Finde ich cool. Außerdem schießt der... Ach, können wir nicht verkaufen. Außerdem schießt der ein Pfeil, wenn wir damit einmal angreifen. Aber anscheinend random. Nee, einfach nach oben. Okay. Höchst interessant sowas. Genau, zu warm. Und weiß ich nicht. Also für mich perfekte Temperatur wären eher so 17 Grad. Aber 20 Grad ist dann schon wieder fast ein bisschen zu warm. Aber immerhin Sonne, finde ich gut. Vor allem so eine Sonne, die nicht nur vorgibt, warm zu sein, sondern sie ist auch wirklich warm. Die letzten paar Wochen war das immer so, dass Sonne geschienen hat und man dachte, jo, draußen ist voll geil warm. Und dann bist du rausgegangen und dann sind es einfach 8 Grad und du frierst dir voll den Ast ab. Das war nicht so geil. Und diesmal ist die Sonne tatsächlich auch das, was sie vorgibt zu sein. Also da schon mal Respekt an die Sonne. Hast dazugelernt. Hast den Shitstorm überlebt und machst jetzt deine Sonnensachen und so. Finde ich gut von dir, Sonne. Bist ein ganz cooler. Ja, ja. Und dann habe ich einfach mal meine Schulsachen alle draußen gemacht. Das war richtig cool. Ich mache meine Schulsachen ja immer mit dem iPad, müsst ihr wissen. Naja, Angeber, bla bla, iPad, bla bla bla. Aber ich kriege halt meine ganzen Schulsachen auch per PDF, beziehungsweise per downloadbare Datei und kann die dann so bearbeiten. Und das ist super cool. Und dann konnte ich mich mit meinem iPad einfach in den Garten setzen. Und da meine Aufgaben machen. Ich muss sagen, das iPad ist richtig gut dafür. Also wenn ich das mit dem Laptop gemacht habe, da hat der Laptop immer so richtig eklig gespiegelt. Und ich glaube, das iPad ist auch nicht entspiegelt, also spiegelt auch, aber halt nicht so krass. Und irgendwie, also darauf kann man auf jeden Fall alles sehen, selbst wenn man mitten in der Sonne sitzt. Finde ich mega gut, Leute.
Allerdings musste ich dann nach einiger Zeit wieder aus der Sonne raus, so nach einer halben Stunde oder so, weil sich das iPad mega doll aufgeladen hat. Also es wurde richtig, richtig heiß. So richtig, richtig heiß, jetzt ohne Witz. Hat man sich schon fast verbrannt, wenn man dann... Wenn man an den Rand gegangen ist, der ja irgendwie aus Metall besteht. Und dann hat er sich bestimmt auch ausgebreitet um 0,000175%, weil er so krass warm geworden ist. Wärmeausdehnung und so, Leute. Und ja, ich hatte dann Angst, dass vielleicht der Akku kaputt geht, wenn er so warm wird. Nämlich, dankeschön. Dann habe ich mich in den Schatten gesetzt. Aber Schatten war wieder zu kalt irgendwie. Ganz komisch. In der Sonne zu warm, im Schatten zu kalt. Man kann mir das nie recht machen, Leute. Ohne Witz. Und aber was mich nervt an... Was mich nervt am Sommer, ist tatsächlich auch die ganzen Insekten. Ich würde den Sommer mögen, wenn er nicht so warm wäre und es nicht so viele Insekten gäbe. Also alles, was den Sommer ausmacht, mag ich gar nicht. Ich bin kein Sommertyp, Leute. Aber ich habe das schon mal gesagt. Ich war früher Wintertyp, inzwischen mag ich den Frühling am meisten. Da ist noch schönes Wetter und so, aber jetzt ist der Frühling leider auch langsam vorbei. Und das ist sehr sad, Leute. Ja, ja. Aber jetzt sind die hier die ganzen Insekten, wenn ich das gerade schon anspreche. Und die kommen natürlich alle ins Haus. Da frage ich mich auch immer, wie die in mein Zimmer kommen. Ich meine, ich habe meine Tür immer zu. Ja, das ist eigentlich der einzige Weg, in den die hier reinkommen können. Und ich habe ein Fliegengitter vor meinem Fenster. Heißt, darüber könnten die eigentlich auch nicht reinkommen. Ist er denn irgendwie, mein Fliegengitter hat ein Loch oder so da drin? Das kann auch noch sein. Aber keine Ahnung. Eigentlich kann das nicht sein. Ich meine, hier kommen dann sogar so Wespen und so ein Scheiß ran. Und vor Wespen habe ich wirklich so gar keinen Bock. Wespen sind richtig eklig. Ich glaube, das kommt, weil ich als Kind in der Grundschule mal von einer Wespe gestochen worden bin. Von einer Wespe, das war also keine normale Wespe, sondern das war so eine Erdwespe, wenn ihr das kennt, die sich irgendwie in den Boden einbauen und dann haben wir die geärgert als Kind und dann habe ich so eine Wespe auf den Stock genommen. War vielleicht auch nicht das Schlauste von mir, eine Wespe auf den Stock zu nehmen und zu denen in deren Bau hinzupacken. Also so eine halbtote Wespe habe ich da reingetan. Dann dachte ich, was soll die denken, ne? Ich wollte eigentlich nur nett sein mit meinem kindlichen Niveau. Mit meinem kindlichen... Was auch immer, wie man das nennt. Und die anderen Wespen dachten dann, ja, Josh, du bringst uns hier eine Leiche. Was bist du denn für einer, du Arsch? Und dann ist mir eine Wespe gefolgt und hat mich einfach in meinen Ellenbogen gestochen, Leute. Einfach der härteste Teil vom Körper. Also so ziemlich, würde ich sagen. Weil da ja sofort der Knochen ist beim Ellenbogen. Da hat das Mistvieh reingestochen. Richtig blöd, Leute. Haben wir hier. Gibt es eigentlich neue. Ja, gibt es, ne? Nehmen wir die Eisenarmbrust. Finde ich gut. Genau, bin ich dann weggerannt und hab natürlich geweint als kleiner Dizzy. Und das war nicht cool, Leute. Das war meine Erfahrung mit einer Wespe. Und also ich bin dann auf dem Klo gerannt, hab da meine Verletzung halt unterm Wasserhahn abkühlen wollen. Das müssen wir mal kurz hier gucken. Nahkampfangriffe verlangsamen Gegner lang. Betroffene Gegner könnte ich eine Sekunde lang nicht mehr mit dem... Das ist ja cool. Sichtum infizieren. Das finde ich cool. Kommen wir in den Nahkampf. Klingt cool. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Von daher, YOLO. Genau, die hat mich dann gestochen. Ich habe das abgekühlt. Und was passiert dann? Während ich mich abkühle, sticht diese scheiß Wespe mich an den anderen Ellenbogen. Das war richtig dumm. Dann hatte ich also an beiden Ellenbogen einen fucking Stich, die mega wehgetan haben. Vor allem als Kind tut das ja noch 80.000 mal so viel weh. Und danach musste ich dann auch noch eine Arbeit schreiben. Quasi mit zwei solchen Kühlpads. Meine Ellenbogen waren da noch so ein Kühlpad drauf und dann durfte ich die Arbeit da richtig schön schreiben. Das weiß ich noch. Und seitdem hasse ich Wespen. Wespen sind wirklich das Allerschlimmste. Was ist denn hier jetzt los? Hallo? Moment, was? Nimm das und das. Wieso kommt hier so ein Elite-Dude? Das ist auch neu, dass es solche Challenge-Räume hier gibt. Das 100 Elite-Gegner besiegt? Unbekanntes Artefakt? Oh, ein Schraubenschlüssel! Bitte ein Skin? Anpassungsrune. Diese permanente Rune schaltet den benutzerdefinierten Modus frei. What? Okay, gar kein Plan, Leute. Kenne ich nicht. Vielleicht kam das jetzt nur, weil wir den Schlüssel mit haben? Ich weiß es nicht, Leute. Wir haben was Neues freigeschaltet. Ja, endlich mal irgendwas aus dem DLC. Es haben auch einige Leute in der letzten Folge rumgemeckert, also keine Abonnenten, aber so random Leute, die einfach auf dem Video geklickt haben, dass ich ja gar nichts von DLC gezeigt habe. Ich habe den Part ja genannt, hier neues DLC für Dead Cells, damit wollte ich eigentlich nur darauf aufmerksam machen,
dass es jetzt halt ein neues DLC gibt und weil ich das interessiert, dass ihr das runterladet. Aber ich habe dann halt quasi nichts vom DLC gezeigt, weil ich einfach nicht wusste, wo man das findet und so. War ja quasi nur ein ganz normaler One, aber die Leute fanden das dann manchmal nicht so gut und haben dann gesagt, ja, hast ja gar nichts gezeigt, hier, Clickbait und so ein Scheiß. Ich gebe dir jetzt ein Dislike. Machst du nichts, Leute. Diesmal haben wir aber auch nicht diesen komischen neuen Gegner gesehen in der ersten Ebene. Der kommt dann wahrscheinlich auch nur, wenn man eine Dead Cells mindestens drinne hat, ne? Also ich bin mir immer noch unschlüssig, ob man hier dann tatsächlich, da war übrigens ein Geheimraum, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Bin mir unschlüssig, ob man eine Dead Cell drinne haben muss, um neue Sachen zu haben. Weil, wie gesagt, stand in den Patchnotes drin, dass man auf jeden Fall das Spiel einmal durchgespielt haben muss. Halt die Frage, ob man dann wirklich auch eine Death jetzt drin haben muss oder nicht. Aber Leute, wie steht ihr dazu zu Wespen? Irgendwann wurde ich nochmal auf dem Campingplatz, wir haben ja so einen Campingplatz, wo wir ab und zu mal hinfahren, jetzt auch über Ostern wieder. Und da wurde ich dann auch nochmal von der Wespe gestochen, richtig schön in die Wange rein. Also Wespen sind richtige Arschlöcher, die stechen nicht einfach dahin, wo es richtig weh tut. Nicht einfach in den Arm oder so, in die Schulter, nein, die stechen einfach dahin, wo es richtig arsch weh tut. Und die sterben dabei nicht mal. Bienen sind wenigstens Good Guys und die sterben dann. Dann hat man zumindest so ein bisschen das Gefühl, sich rächen zu können. Aber Wespen stechen dich einfach auch 2 bis 3 Mal, wenn es nötig ist. Oder wenn sie Bock drauf haben einfach. Es muss nicht mal nötig sein, die fühlen sich einfach sofort getriggert und stechen dich dann. Und Bienen sterben dann wenigstens. Aber Bienen sind eigentlich ganz süß. Mit einer Hummel ist mir noch nie was passiert, deswegen mag ich Hummeln eigentlich ganz gern. Aber eine Hummel hatten wir jetzt zum Beispiel auch hier im Haus wieder drin. So richtig komisch, wo kommen die alle her? Ach ja, apropos Sachen im Haus. Ich habe gestern auch, als ich meine Zähne wieder geputzt habe, wieder mal eine Maus gesehen. Eine Maus ist bei mir hinten lang gegangen, als ich gerade Zähne geputzt habe. Habe mich mega erschrocken. Aber habe sie dann nicht mehr gesehen. Die ist einfach aus dem Badezimmer raus und jetzt ist sie irgendwo im Haus, Leute. Gar kein Plan. Gestern war auch vor unserer Terrasse eine Katze aus der Nachbarschaft, die wir noch nie gesehen haben. Also die muss auch irgendwie gerochen haben, dass sie ja inzwischen öfters mal Mäuse sind. Ich weiß nicht, ich hab ja vor einem Monat oder so schon mal erzählt bei einem Isaac-Part, dass ich eine Maus im Zimmer hatte. Also tatsächlich im Zimmer und die habe ich dann die ganze Nacht gejagt. Das war sehr strange. Und irgendwie haben wir hier ein kleines Mäuseproblem. Das ist komisch. Meine Eltern haben jetzt auch schon so eine Mausefalle gebaut. Hallo, oh Gott. Mal gucken, ob wir die dadurch irgendwie fangen. Ist auf jeden Fall super nervig. Weil die zerfressen die halt auch alles. Zerfressen die ganze Wand, weil sie irgendwo hin... Na, oh Gott, geh da weg! Das war nicht so knapp, aber vielleicht relativ knapp. Schwarze Brücke. Oh, das ist schon der erste Boss, ne? Ah, und wir haben keine 2 werfbaren Dinger. Kann sein, dass der Boss ein bisschen schwer wird. Allerdings haben wir... Das ist ja eigentlich hier Easy Mode gerade. Also sollte das eigentlich gehen. Eisenarmbrust, dankeschön. Boomerang ist, glaube ich, mega kacke. Spiegel des Jägers. Sich bei dem Jagden als Nütze... Okay. Ja, machbar. Spiegel sind bestimmt toll. So, Eisenarmbrust. Bringt die mehr? Ist halt eine Armbrust, ist die Sache. Eine Armbrust kann nicht so weit schießen. Und braucht relativ lange, um zu schießen. Ich glaube, wir verkaufen die lieber. Können wir nicht. Ist natürlich blöd. Brennende Ziele kriegen mehr Damage. Opfer frieren Gegner in der Nähe ein. Das machen wir mal neu. Verlangsamungseffekt. Nach dem Auftauen gehen auch Gegner 2-mal so lange an. Hm. Alles nicht so geil, muss ich sagen. Was hast du noch für mich? Killerinstinkt. Notfall. Munition. Munition ist ganz cool. Ich glaube aber, ich gehe auf... Hä, gibt's das jetzt nicht mehr? Dieses, dass man nur einmal... Das hier wollte ich haben. Ah, das muss man gleich am Anfang nehmen, oder was? Rette dich einmal, wenn du stirbst. Das wusste ich nicht. Okay, interessant. Dann nehmen wir... Ich weiß nicht, was habe ich denn sonst immer genommen? Nahrung heilt dich nicht mehr. Heiltränke stellen nur noch so und so viel her. Aha, aha, sie schützen dich. Combo, Killerinstinkt. Aha, unreine Flasche. Aha, Vergeltung. Hm. Alles nicht so geil, muss ich sagen. Hm, parieren. Bin ich so gut im Parieren? Müsste ich mehr Shadow Die Twice hier spielen? Okay, dann nehmen wir Unterstützung. Unterstützung klingt ganz gut.
Keine Ahnung. Bin gespannt, wie ich gegen den Boss hier ankomme. Ich habe lange nicht mehr gegen den gekämpft und eigentlich habe ich immer zwei Geschütze gegen den, die die ganze Zeit gegen den kämpfen. Oh Gott, das kann was werden. Aber wir haben zumindest einen Bogen, der ihn einfrieren kann. Der Portier! Ich bin der Portier. Hier, ich friere dich ein und dann mache ich dich richtig kaputt. Wow! Pau, pau, pau! Und ich gehe hinter dich. Haha! Du bist so ein Noob. Ich mache dich fertig. No, aua, ey! Das tut weh. Nein, ey! Uah, zack, zack. Okay, da müssen wir ausweichen. Und RT! Pau! Zack, du bist eingefroren. Zack! Das ist... eigentlich ist das super einfach. Seine zweite Form ist ein bisschen kacke, aber sonst... Oh Gott, nein, bitte! Tu dies nicht! Das ist böse! Nein! Ich will nicht, dass du mich angreifst. Oh Gott. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man eigentlich über seinen... Ups, okay, da habe ich nicht aufgepasst. Dass man normalerweise... Mann! Über das rote Ding hier rüberspringen kann, ohne zu viele Leben zu verlieren. Aber irgendwie kriege ich das gerade nicht so gut hin. Ja, ja. Einfrieren, einfrieren. Ich habe keine Muni mehr. Bitte, mach das weg. Okay, einfrieren. Jetzt fängt er nämlich auch an zu springen. Und seine Springattacke ist ein bisschen assig. Wenn man nicht aufpasst, dann kann er einen nämlich mitziehen und gegen die Wand knallen lassen. Und wenn er das macht, dann ist man nämlich super am Arsch. Ist echt nicht geil, wenn er das macht. Ja, okay. Weil das tut schon wirklich sehr doll weh. Wir können uns eigentlich mal heilen. Ja, okay. Hallo? Nur weil ich mich einmal heilen musste, musst du mich hier nicht die ganze Zeit angreifen. Hier, nimm das. Ich weiß nicht mal, was unsere Bombe macht. Aua, okay. Super dumm ausgewichen. Ah! Okay, also gerade bin ich echt nicht gut im Ausweichen. Muss ich zugeben. Aua. Mann! Ich lese den gerade so super falsch. Okay, einfach Damage machen und irgendwann ist er schon tot. Irgendwann wird er schon sterben, ja, ja. Also, boah, wenn ihr gegen ihn kämpft, dann nicht so wie ich jetzt, ja? Ich zeige euch gerade, wie man es nicht macht. Aber es sollte lang, um ihn zu vernichten. Und das Gute ist, weil wir gerade... Wow, 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 wow. Nee, 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 uncool, uncool, uncool. Au, 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 au. Wir können uns nicht mehr heilen. Jetzt müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Aua. Lol, als ob. Das ist ja oberpeinlich. Weil der hatte nicht mal mehr viele Leben. Hey, ich bin richtig schlecht ausgewichen jetzt, ohne Witz. Jedes Mal, als er gesprungen ist, hat er mich ja quasi getroffen. Ja, Leute. Dann gar kein Plan. Also noch mehr. Nee. Die Folge wird eine Stunde gehen, wenn ich jetzt nochmal das machen würde. Aber anscheinend muss man wirklich jedes Mal den Schlüssel holen. Ich gucke nur mal ganz kurz nach, ob die Tür wenigstens offen ist oder ob man die jetzt auch jedes Mal aufmachen muss. Man muss sogar die Tür jedes Mal aufmachen. Das ist ja super leck. Na gut, dann würde ich aber sagen, was war's mit dieser Folge? War eine kurze Folge, tut mir leid. Eigentlich hätte ich den Portier auf jeden Fall besiegen müssen. Ich hätte aber auch ein bisschen langsamer... Oh lol, nein. Ich hätte ein bisschen langsamer spielen sollen, hätte ein bisschen mehr... die Shops mitnehmen sollen, damit ich zumindest zwei aktive Items habe und so. Ja, Leute, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr mehr Parts sehen wollt, dann lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.